Willkommen in Elite Dangerous. Endlich mal ein runder Satellit. Was ist das? Ich musste dafür allerdings auch weit fliegen. Da Schaltplatte von einer Absturzstelle beschaffen. Das hatte ich. Ich fahre da lieber mit einem SRV. Die runden Satelliten, die sind einfach besser, die bringen mehr raus beim Scannen. Da kommt einfach mehr vernünftiges Zeug raus. Bis jetzt war es jedenfalls so. Auf der schiefen Ebene hier. Bord, ja, muss ich hochhüpfen. Da muss man meistens hochhüpfen. Na, da Sternenaktivitätsloks. Gibt's da hier schon mal jede Menge. Ja, und hinter dem roten Panel verbirgt sich natürlich dann das Missionsteil. Da gibt es dann einmal hier so ein kleines. Schaltplatte muss ich besorgen. Ja, das heißt, die Sachen kann ich schon mal nehmen. Ich will nämlich die Mission nicht abschließen. Schiff. Das ist nicht gut. Da muss ich jetzt erstmal stiften gehen. Vor allem auch mal weg von meinem Schiff. Damit. Ja, nur keine Panik. So. Eine glatten Ebene, da kann ich vor- und zurückfahren. Kommt noch mal Ersatz. Schaltplatte. Regulator. Ja, und
Die Schaltplatte lasse ich drin, das ist der Missionsgegenstand. Und den will ich jetzt noch nicht nehmen. Sonst kann ich ja das Ding nicht mehr scannen. So, da fahren wir mal ein paar Meter zurück. Mein Schiff geschossen. Eieiei. Jungs, sowas könnt ihr noch nicht machen. Ah, da kommt noch mal Nachschub. Schon wieder. Ja, so ist das bei diesen runden Satelliten. So, jetzt ist hier Ruhe im Karton. Eieieiei. Die Burschen. Oh. Erstmal scannen. Während des Scannens kann ich schweißen. Sternaktivitätslogs, topografische Erhebung. Brauche ich das? Keine Ahnung. Na? Komme ich irgendwie nicht dran? Ist schlecht hier. Schalter, Verkabelung, Schaltplatte, Mikroelektronik. Regulator. Die Schaltplatte lassen wir drin. Noch eine Schaltplatte, das könnte natürlich auch der Missionsgegenstand sein. Na, lass ich beides drin. Herstellungsanweisungen wären noch ganz gut. Die könnte ich noch viele gebrauchen, weil man muss ja, die braucht man ja für Waffen aufrüsten.
Kontakt. Sternaktivitätsloks. Herstellungsanweisung. Bei Sternaktivitätsloks so viele wurden mal gebraucht, jetzt nicht mehr. Es gab eine Zeit, da wäre ich froh gewesen, ich hätte so viele gefunden. Schaltplatte, nee, nehmen wir nicht. Transfer abgeschlossen. Elektromann. Schaltplatte, Schaltplatte. Regulator laden. Ich muss doch mal gucken. Froh, ich würde einen richtigen Regulator wieder finden. Da, Energieregulator, funktionierende. Und einen ausrangierten. Einen habe ich noch verstaut. Also zwei ausrangierte habe ich jetzt gekriegt, aber einen richtigen habe ich auch schon gekriegt. Sternaktivitätsloks, topografische Erhebung. Habe ich auch schon eine ganze Menge. So, schwupps. Und so geht es jetzt munter weiter beim Datenfarmen. Ja, ausloggen, wieder einloggen, wieder farmen und so weiter und so weiter. Und insofern, danke fürs Zuschauen, alles Gute und wir hören uns im nächsten Video. Tschüss.